Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier. Wer ist da? Was? Raphael? Oh, Gott sei Dank. Endlich Was? ist jemand da. Das Notsignal. Du hast das Notsignal empfangen, richtig? Stopp, ich muss wissen, was hier los ist. Medizin, Hunger, Dehydrierung, die geht gar nicht gut. Ja, ich weiß. Ich hätte es nicht viel länger ausgehalten. Nach so langer Zeit ohne Essen und Wasser. Aber ich hab's geschafft. Moment mal. Wie bist du hier reingekommen? Hughes wollte mich zur Direktorin bringen und dann war ich auf einmal hier. Hughes? Ethan Hughes? Ja. Aber er ist tot. Was? Nein. Nein, 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 das ergibt keinen Sinn. Außer der Unfall. Vielleicht ist das eine Nebenwirkung des Unfalls. Wenn die Sonde Was? immer noch Strom in die Verzerrung leitet, dann. Sonderverzerrung? Richtig. Mach langsam, lass uns mit diesem Unfall beginnen. Stimmt, tut mir leid. Vor 3 Monaten habe ich ein Experiment in unserem Hochenergie-Forschungslabor kalibriert. Es gab einen Unfall. Eine Explosion. Es gab ein Gasleck. Und ein Feuer. Ich saß im Kontrollraum fest und konnte nichts mehr tun. Sie sind alle tot. Beschreibe diese Verzerrung. Das Labor war um einen Xenolith mit einem dichten metallischen Objekt gebaut. Wir sollten. Wartet, er ist zurück. Alles klar, sind unterwegs nach oben. Use Ende. Ich habe gerade die Direktorin informiert. Lass uns weitermachen. Ich. Sollte etwas passieren, das Büro der Direktorin ist auf Ebene 2 am Ende des Flurs. Du kannst es nicht verfehlen. Jo, was passiert? Geht schon wieder los. Wo ist Raphael? Jetzt geht's los. Ja, noch eins. Geht ja richtig geil los hier. Keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich glaube wirklich, das hat mit dem Artefakt zu tun. Was geht denn hier ab? Ich find's irgendwie lustig gerade. Chefin? So. Danke, Ethan. Hi. Ah, komm rein. Kaya Patel, Forschungsdirektorin. Und das ist unsere leitende Wissenschaftlerin, Maria Hughes. Ethan meinte, du bist direkt vor ihm verschwunden. Zweimal? Dreimal? Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du hier treibst, aber es muss für das alles eine vernünftige Erklärung geben. Ja, die würde ich auch gerne wissen. Ich schiffe in ein Paralleluniversum oder so. Paralleluniversum? Lass es gut sein, ich weiß bereits von deinem. Ihr habt eine Artefakt gefunden, ihr habt keine Ahnung, womit ihr es zu tun habt. Ich weiß es nicht, was glaubst du, was das los ist? Ach, woher sollen wir das wissen? Ja, ich wüsste es auch gerne. Irgendwo müssen wir ansetzen. Was hast du gesehen? Spekulier ruhig. Gib uns was, womit wir arbeiten können. Ich shifte in ein Paralleluniversum oder so. Wie bitte? Das ist schwer zu glauben. Wie kommst du darauf? Erzähl uns von diesem anderen Universum. Raphael sagt, es gab einen Gasbrand. Ihr seid alle tot. Raphael? Raphael ist bei dem Unfall gestorben. Er. Moment. Gasbrand. Gasbrand! Das Leck. Es gab ein Wasserstoffleck direkt nach dem Unfall. Es wurde innerhalb von 1 oder 2 Minuten eingedämmt. Wäre das nicht geschehen, hätte es durchaus eine Explosion geben können.
Ein anderes Universum? Oh, steile These. Okay, es geht um Multiversen. Okay. Raphael ist tot. Vermutlich tot. Die Forschungsebene ist seit dem Unfall abgeriegelt. Wir wissen immer noch nicht genau, was passiert ist. Im Überlebensfall hätte er die Abriegelung selbst beendet. Aber... Können wir ihm irgendwie helfen? Diesem anderen Raphael? Nein. Wie sollten wir das können? Raphael war ein Freund und Kollege. Wenn ich ihm helfen könnte, würde ich es tun, aber ich wüsste nicht wie. Du sagst, dass das Gasleck wurde eingedämmt? Wie? Wir sind nicht sicher. Raphael war im Labor bei der Lüftungssteuerung. Er hätte es verhindern können. Vielleicht hat er das. Oder ist dabei gestorben. Erzähl mir von dem Unfall. Diese Anlage und die Forschungsebene 2 Kilometer unter uns wurden für die Untersuchung einer Gravitationsverzerrung gebaut. Vor 3 Monaten kalibrierte unser Chefingenieur Raphael eine experimentelle Sonde, als etwas schief ging. Wir wissen immer noch nicht, was passiert ist. Es gab eine Reihe von Explosionen. Und irgendwie läuft sie immer noch. Dann schaltet das verdammte Ding ab. Raphael sagt, dass die Sonne Energie in die Verzerrung leitet. Das würde Sinn ergeben. Deshalb nimmt die Feldstärke immer mehr zu. Wir haben eine Steuereinheit für die Sonde. Nach dem Unfall habe ich versucht, das System damit abzuschalten, aber der Notschalter ist tot. Wir könnten sie manuell abschalten, aber die gesamte Forschungsebene ist abgeriegelt. Wir kommen nicht mal da unten hin. Diese Verzerrung ist ein Artefakt. Ein Artefakt? Ja. Ich habe gesehen, was sie anrichten können, deshalb bin ich hier. Sie sind mit dem Multiversum verbunden, unzähligen anderen Realitäten. Sie sind ein Schlüssel zu den Tempeln der Allheit der Schöpfung. Sie sind mit dem Multiversum verbunden, würde ich mal sagen. Das Multiversum? Andere Universen? Eindeutig zu mindestens einem anderen Universum. Und du hast also eine Verbindung zu ihnen. Interessant. Ich frage mich, ob das der Grund ist, warum nur du betroffen bist. Wir müssen dem irgendwie ein Ende bereiten. Mir ist das alles egal, ich bin nur wegen des Artefakts. Was dachtet ihr, was es ist? Nur ich bin davon betroffen? Bislang ja. Niemand sonst hat etwas gemeldet. Entweder liegt es daran, dass du den Artefakten ausgesetzt warst, oder daran, dass du von außen kommst. Wir müssen dem irgendwie ein Ende bereiten. Wie? Die Forschungsebene ist doch abgeriegelt. Wir können nicht mal den verdammten Aufzug benutzen. Vielleicht könnte ich das in einem anderen Universum. Es ist also hoffnungslos. Ich gehe hier nicht ohne die Sache. Na, vielleicht könnte ich das. Wie bitte? Clever. Raphael hat in dem anderen Universum überlebt. Er kam aus dem Labor zurück. Sein Aufzug funktioniert also wohl. Nimm ihn und du könntest das Experiment beenden. Das ist doch verrückt. Aber zuerst müssen wir etwas gegen dein Shiften tun. Maria, du hast eine Steuereinheit erwähnt. Wir können die Sonde nicht abschalten, aber wir könnten einige der anderen Parameter anpassen. Wir tappen im Unbekannten. Darum ist es riskant. Allerdings... Ach, na gut. Einen Versuch ist es wert. Klingt so, als hätten wir einen Plan. Ich hab nur die Hälfte verstanden. Die Steuerungseinheit ist im Herstellungslabor nebenan. So, wann darf ich wieder shiften? Worauf haben wir uns da eingelassen? Ich habe auch keine Ahnung. Ah, jetzt geht's wieder rüber. So. Natürlich, hier sind die Nächsten. So. Unreifer Kataxixjäger. So, finden wir hier Raphael wieder? So, okay. Raphael! Oh, oh,
bist es. Was ist passiert? Du bist verschwunden, die Decke ist eingekracht und ich dachte, ich wäre endgültig durchgedreht. Ich habe die Direktorin getroffen. Wir müssen die Sonde abschalten. Was? Wie denn? Hier oben ist es nicht halb so schlimm wie auf der Forschungsebene. Ich bin haarscharf entkommen. Und das ist Monate her. Nichts davon ergibt Sinn. Hätte ich dein Verschwinden nicht mit eigenen Augen gesehen, ich würde es nicht glauben. Ich... Schon gut. Du bist meine Fahrkarte hier raus. Wir machen es auf deine Art. Durch die Speisekammer kommen wir raus. Hier ist der Schlüssel. Bin dann hinter dir. Okay, kann ich ihn noch eben looten? Was brauchen wir? So, Licht an. Digi Dietrich, ja, nice. Wir looten einfach mal ein anderes Universum. So. Okay. Kann sein, dass ich jetzt gleich... Ja, war klar, dass ich jetzt... Was? Sicherheitsverstoß! Alle raus! Los, los, los! Was? Los. Was geht denn jetzt ab? Main Hall, okay. Raphael? Ah. Reiß dich zusammen. Was passiert, wenn ich die Sonde abschalte? Wo kommen diese Kreaturen her? Kannst du mir von dem Unfall erzählen? Ich war im Labor mit der Frequenzkalibrierung für die Sonde beschäftigt. Ich kam gerade aus dem Kontrollraum, als es passierte. Ich hörte die Tanks platzen. Und den Alarm. Mir blieb nur eine Sekunde zum Reagieren. Ich sprang wieder zurück. Die Türen schlossen sich. Ich war in Sicherheit. Vor dem Gas, dem Feuer und allem. Aber ich saß in der Falle. Ich konnte nichts tun, um es aufzuhalten. Wenn ich zur Lüftungssteuerung gegangen wäre, hätte ich das System vielleicht ausschalten können. Auch wenn ich dabei draufgegangen wäre. Ich weiß nicht. Ich will nicht darüber nachdenken. Okay, und wo kommen diese Kreaturen? Sie sind eine einheimische Art. Wir haben sie mit einem Elektroimpulsfeld abgewehrt. Das Feuer hat die Generatoren zerstört und das Fundament beschädigt. Sie kommen immer wieder. Hm? Was passiert, wenn ich die Sonne abschalte? Keine Ahnung. Vielleicht normalisiert sich dein Zustand? Das würde ich zumindest annehmen. Okay, nur noch eins, Raphael? Sieh dir das an. Es dauert Stunden, das zu räumen. Wenn der Rest des Gebäudes nicht vorher über uns einstürzt. Was jetzt? Sieht aus wie eine Sackgasse. Woher soll ich das wissen? Du tauchst doch ständig auf und verschwindest wieder. Ich will hier bloß raus. Tu, was immer du tun musst. Ich versuche, den Weg zur Tür frei zu machen. Okay, erreiche das Labor. Nein, ich wollte so. Ethan? Was? Oh, du bist's. Das hier ist mein abgesperrtes Büro. So viel zu meinen Sicherheitsmaßnahmen. Ich will zum Herstellungslabor. Das scheint in letzter Zeit öfter zu passieren. Ich will zum Herstellungslabor. Klar. Den Flur entlang und die Treppe neben dem Atrium hoch. Hier, ich mache die Tür für dich auf. Erledigt. Kann ich sonst noch was tun? Gibt es auf diesem Planeten heimische Skorpione? Ja, die Kataxi. Üble Viecher. Das Forschungsteam war auf sie gestoßen. Du kannst dir gerne die alten Protokolle durchlesen. Hier, ich schalte das Terminal für dich frei. Alles gut. Ich brauche etwas, mit dem ich die Kataxi im anderen Universum bekämpfe. Die Kataxi im anderen Universum. Echt irre. Ich hab da was Experimentelles, das einer der Techniker gebastelt hat. Aber... Meine Bitte ist vollkommen angemessen. Das klingt gar nicht so unvernünftig. Hm.
Du brauchst damit sofort. Warum gibst du es mir nicht an? Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Ja, das hoffe ich. In Ordnung. Hier. Wurde noch nie getestet. Aber bitte. Experiment A7 hinzugefügt. Was kannst du mir über die Forschungsebene sagen? Größer als man denkt. Es gibt einen Teilchenbeschleuniger, einen Laborkomplex, das Hochenergieforschungslabor. Echtes State of the Art. Keine Ahnung, was das meiste davon überhaupt macht. Laut der Direktion ist diese Forschungsebene abgeriegelt? Genau, seit dem Unfall. Wir können uns nicht mit dem Kontrollsystem verbinden, um es außer Kraft zu setzen. Das Sicherheitssystem ist sehr empfindlich. Kameras identifizieren alle, die nicht in der Datenbank stehen, geben Alarm und dann bricht die Hölle los. Okay. Shifte ich jetzt? Okay, ich dachte schon, ich shifte, bevor ich hier durch die Tür ging. Okay, wir rüsten mal die neue Waffe aus. Experiment A7. Kataxi. Ah, da. Okay, die Waffe scheint gut zu sein. So, wo haben wir Raphael? Die Waffe scheint wirklich gut zu sein. Gegen die Viecher. Ich werde hier jetzt aber auch nicht alles looten. Das ist mir sehr eklig hier auch ein bisschen. Autsch. Ey. Da hinten sind noch irgendwo zwei. Lass mich raten. Dadurch? Das wird immer spannender. So, sprich mit Maria. Sag bloß, du hast dich im Flur verlaufen. Ich war im anderen Universum blockiert. Also gut, das ist die Steuereinheit der Sonde. Die meisten dieser Steuerelemente reagieren nicht. Ich werde ganz vorsichtig das einstellen, was ich kann. Es ist unmöglich vorherzusagen, was passieren wird. Pass auf und sei auf alles gefasst. Ich passe zunächst die Energiezufuhr des Elektronenstrahls an. Wir sind bei 93 Teravolt. Kalibriere auf 95, 97, 100. Ach, nichts. Dann mal andersrum. 91, 89. Was zum... Okay, okay. Das sieht sicher aus, aber was um alles in der Welt? Ich kenne die Dinger. Ich habe die Dinger schon öfters mal in irgendwelchen Tempeln angefasst. Eine Mikroverzerrung. Das Plusmuster entspricht der Verzerrung im Labor. Diese Einstellung macht sie nur irgendwie sichtbar. Geh bitte in die Verzerrung. Okay. Nein, warte. Da ist eine leichte Veränderung des Musters. Eine Art Resonanz. Also gut, bleib da. Ich drehe die Zufuhr kurz wieder auf. Kalibriere auf 90, 91. Okay, ich finde das gerade sehr lustig. So, da haben wir das Ding. Sondensteuereinheit. Credits, nice. So, und da haben wir das andere Ding.
Verzerrung kalibrieren. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Es hat geklappt. Also, bei der niedrigeren Einstellung zeigen sich die Verzerrungen. Bei der höheren shiftest du. Klingt vielversprechend. Bleib bei der niedrigeren Einstellung, bis du shiften willst. Dann solltest du weitere Unfälle vermeiden können. Ich würde dir ja meine Steuereinheit geben, aber du hast wohl schon eine aus dem anderen Universum. Das würde ich mir zu gerne ansehen, wenn alles vorbei ist. Na gut, Zeit, das hier abzuschalten. Sag mir einfach, was ich tun muss. Wenn du es zur Forschungsebene schaffst, musst du dich auf den Weg zum Hochenergieforschungslabor machen. Deaktiviere die Sperren und löse die Notabschaltung aus, um die Sonde zu stoppen. Das sollte dem Ganzen endlich ein Ende setzen. Oh, und bevor du gehst, wollte die Direktorin noch mit dir sprechen. Es ist wirklich nur den Flur runter. Ich hoffe, ich shifte jetzt wirklich nicht. Ah! Hi! Also, alles klar? Wenn du Vorräte brauchst, wird dich Dr. Barakova versorgen. Nach allem, was wir dir zugemutet haben, ist das das Mindeste. Bevor du gehst, sollten wir noch eine Sache besprechen. Wenn dieses Experiment die Ursache für dein Shiften ist, hört es auf, wenn du es beendest. Was passiert dann? Mit dir und mit uns? Forschungsmethoden? Das ist Schrödingers Kiste. Zwei mögliche Zustände. Genau. Und wenn du das Experiment beendest, wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zusammenbrechen. Du bist in diesem System der außenstehende Beobachter. Die Realität, in der du dich dann aufhältst, wird real. Zumindest für dich und dein Universum. Die Frage ist, welche wirst du wählen? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Was wird mit dem anderen Universum passieren? Ich weiß es nicht. Kann man das überhaupt wissen? Es könnte aufhören zu existieren. Es wird eine Möglichkeit gewesen sein, nicht die Realität. Wir oder Raphael sind wirklich schon seit Monaten tot. Oder es bleibt real, nur nicht in deinem Universum. Oder vielleicht entscheidest du dich im Quantensinn für beide und beide werden real sein. Willkommen in der Quantenmechanik. Sehr verwirrend für mich. Was ist mit allem, das außerhalb von Nishina ist? Nichts wird sich verändern. Das ist unmöglich. Wenn das Universum anders wäre, könntest du hier nicht diese Wahl treffen. Du entscheidest, was in deinem Universum passiert sein wird. Dem Universum, das dich so weit brachte. Was denkst du, was ich tun sollte? Müsste ich zwischen mir und Raphael entscheiden, würde ich dich bitten, ihn zu retten. Doch als Direktorin dieser Station bin ich für mein Personal verantwortlich. 30 Leute. Leute mit Familien, Karrieren und einer Zukunft. In diesem Universum. Es geht nicht anders? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Hast du dich entschieden? Ich habe keine Ahnung. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Aber wenn es soweit ist, denk bitte an sie. Aber jetzt musst du los. Ohne das Netzwerk können wir das Sicherheitssystem auf der Forschungsebene nicht abschalten. Sei also auf Widerstand gefasst. Und sei vorsichtig. Ethan, gib bitte die Aufzugshalle frei. Ma'am, die Forschungsebene ist noch abgeriegelt. Das weiß ich. Okay. Erledigt. Viel Glück. Das war ein faszinierender Tag. Optional, beschaffe Vorräte. Wo kriege ich Vorräte? Da vorne? Hallo? Ah, okay, ich kann hier überall einmal entlang. Hier gibt es überall irgendwelche. Oh, hier gibt's was. Credits, die nehme ich.
Ich darf hier jetzt frei rumspazieren. Finde ich super. Ah, hier gibt es auch überall. Okay. Hi. Fass die Ausrüstung nicht an. Ah, und hier war ich auch einmal irgendwie durchgeglitscht. Ich brauche Ausrüstung. Ich darf das. Ich weiß nur nicht wohin. Howdy. Howdy. Hey. Dr. Tatjana Barakova. Tatjana Barakova, Ärztin der Station. Dies ist keine öffentliche medizinische Einrichtung, aber ich wurde angewiesen, dir trotzdem zu helfen. Ich habe ein paar Medipacks übrig. Ah, ansonsten nice. Bin ich weder Therapeutin, noch Psychologin oder Kosmetikerin. In allen anderen Dingen kann ich dir vielleicht helfen. Ich brauche Hilfe, Doc. Ich brauche medizinisches Material. Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen übrig. So, okay. Hilfsmittel, Allheilmittel. So, Medipack. Nehmen wir mal mit. Wofür brauchen wir einen Gifter? Halt den Körper von Abhängigkeit. Ah, okay. Und Traumapack. So. Mir ist egal, ob die ein Problem hat mit mir oder nicht. Die. Ja, okay. Das ist. Und wir müssen. Oh. Die Dietrich und. Hier muss ich lang. Okay. Und hier gibt es auch wieder welche. Und hier gibt es Muni. Die brauchen wir nicht. So, hier funktioniert das. Also die Quest finde ich jetzt wirklich sehr spannend. So ein bisschen so zwischen zwei Welten zu reisen. Und das hat dann mit der Allheit zu tun, oder? Oder wie jetzt? Also gibt mir bisher so zu verstehen. Erreiche das Labor. Und ich kann hier jederzeit wieder zurück. Was haben wir da? Ach komm, ich habe gerade keine Lust zu looten. Ich glaube, ich werde krank, weil ich nicht looten will. Ah, da. Da ist der Weg. Oder auch nicht. Geht das auf? Ich glaube, ich muss hier immer hin und her. Sicherheitsabriegelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Überbrücke die Abriegelung des Anlagenbereichs. Okay. Ah. Okay, ich muss hier immer wieder hin und her switchen. Oh, Credstick. Und UC Security. Dann haben wir da wieder so einen Graviplast. Und eine Zitrone, noch eine Zitrone. Was? Eine Weihnachtsgeschichte. Oh, wie süß. Fluganzug, Wartung, Boat Crew. Okay, knacken wir das Ding mal. Das könnte hier funktionieren. Gehen wir von aus hier. Und wir brauchen. Ah, okay, für den haben wir keinen. Dann würde ich den eher versuchen.
könnte hier passen. Und der dafür, nein, der gar nicht. Automatischer Platz? Nee, machen wir nicht. Die starten 23, was? Der könnte hier passen, aber dann habe ich für oben keinen. Obwohl, der könnte auch hier irgendwo passen. Der könnte hier passen und der dann vielleicht... Hoppala. Der dann hier... Nein, der wird dann nicht hinpassen. Der passt nur da. Ich glaube, ich kann hier nur den und die beiden hier. Dann hätten wir hier sowas. Und der passt hier rein. Okay. Dann hätten wir das schon mal. So, der könnte hier passen. Und dann bräuchten wir nur noch einen Einer. So. Ich hoffe, der... Ja! Geknackt. Bin ich hier noch einmal? Ich glaube, ich muss aber da rein. Alter! Leite Überprüfung ein. Keiner Schaden. Kann nicht. Jo, die Waffe ist ja richtig hart. Hier ist irgendwo noch einer. Auch wieder Meister. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ich hätte gern Schlüssel dafür. Wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe. Kommen wir auch nicht durch. Doch, hier. So, Nishina Teilchenschlüssel. Und ein paar Cred Sticks. So, Notfallkit. Teilchenschlüsselkarte. So, ich muss ja hier rein, also... Vielleicht gibt es hier noch einen Raphael. Level 40! So, gucken wir mal, wo wir das verteilen können. Gastronomie überzeugen. Medizin, Analyse, Geologie, Scannen. Warte mal, kann ich das hier schon machen? Nee, da muss ich noch zwei weitere. Okay. Schade. Dann würde ich hier vielleicht erstmal in Ballistik nochmal investieren. So, du hast diesen Skill gemeistert. Die Reichweite von ballistischen Waffen ist um 30% erhöht. So.
Okay, das Ding war das. Ah, ich habe hier keine andere Wahl, außer jetzt hier über diese Teleportdinger. Und hier sind jetzt wahrscheinlich die Türen alle offen. Ja. Redstick, die Dietrich. Okay, ich muss mich. Was haben wir hier? Nichts. Mhm, da kommen wir nicht hin. So. Treiben die gleich alle. So, aber hier muss. Nehmen wir mal mit. Oh. Redstick, Geld. Auch wieder Lehrling. Und hier ist das Ding heile. Okay. So, Sicherheitssystem. Abregelung über Brücken, Anlagenbereich. Erreiche das Labor. Geschützsteuerung. Status kein Signal. Robotersteuerung. Status kein Signal. Alarmsteuerung. Deaktivieren. So, ich hoffe, die lassen mich jetzt erstmal in Ruhe. Die Musik läuft wieder. Endlich. Es gibt wieder Mucke. Achso, wir sind wieder hier. Okay, also jetzt sind alle Türen hier offen. Und da muss ich hin. Sicherheitsabregelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Überbrücke die Abregelung des Beschleunigerbereichs. Ah, die Viecher wieder. Plan, wie ich das hier jetzt lösen soll. Ah. Oh, der kommt hier in anderen. Massive Schäden. Aber ich mag diese Waffe hier jetzt. Schaden. Alle Systeme. Wo ist denn der nächste? Da war noch eine. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Da muss ich hin.
So, wenn wir jetzt im anderen... Oh, Alter! Jo! Da! Tot? 50 Erfahrungspunkte. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da rein, wo ich hin muss, da nach unten? Wo komme ich hier jetzt an? In den Bereich. Ich muss aber da hin. Die brauchen wir. Die nehmen wir mit. Nehmen wir auch mal mit. Ui. Einsteiger, habe ich keine Lust. Schön, dass hier das alles rumliegt. Meister. Ah, okay, aber hier ist Heile. Hier ist halt alles noch nicht in die Luft gejagt worden. Waffenwerkbank. Kretzig. Den will ich haben. So, gehen wir durch. Will ich haben. So. Mirror Jack. Okay, hier gibt's nichts zu essen. Okay, gehen wir mal hier. Jetzt brauche ich einen Weg dahin. Ah! Notfallkit, Antibiotika brauchen wir nicht. Ah, hier ist offen. System, Abregelung über Brücken, Beschleuniger, Kontrollraum. Komm ich hier durch, ne? Sehr spannend gerade gehalten.
denn ist der nächste? Feind, ich kann nicht wieder erfasst. Kann nicht. Reparatur nicht möglich. Schüsse aufziehen. Du brennst. Massive Schäden. So, da muss ich jetzt ran. Abriegelung, Überbrückung, Beschleunigerbereich. Erreiche das Labor. Sehr kompliziert. Okay, wer will als nächstes jetzt Stress? Ich greife den Feind an. Alle Systeme. Yo. Jetzt muss ich nachladen. Oh, da war noch einer. Ich. Katastrophale Schäden. Schaden. Alle Systeme. Also bis jetzt finde ich das irgendwie sehr lustig hier. Und ist auch sehr spannend, finde ich. Vor allem einfach mal zwischen zwei Universen hin und her reisen. Ich glaube, ich muss hier das machen. So, automatisch gespeichert. Da kommen gleich noch zwei irgendwo. Ich höre hier noch einen. Credits? Positronenbatterie? Schwerlosaufhängung? Okay, hier ist es jetzt sehr nebelig. Notfallkit nehmen wir auch mit. Limette können wir verbrauchen. Dann bediene ich mich einfach mal dran. Ach, hier ist eingestürzt. Kein direkter Weg. So, da lang. Ah, okay, hier. Hier komme ich nicht weiter. Oh, Muni. Also nicht auf diese Art. Der war hier vorne. Guck ich mir
auf der anderen Seite das nochmal an. Ah. Aber auch sehr kompliziert finde ich gerade. Was auch immer ich jetzt da wieder mitgenommen habe. Aber trotzdem. Ah! Da ist noch einer. So, Notfallkit. Der hat gar nichts. Oh, hat Schrotflinten, Patrouille und Hülsen, nice. Wieder Muni. Brückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. So, da muss ich hin. Was haben wir da? Achso. Was ist denn das? Kontaktgranate? Sternvagabund-Rucksack. So, Lagerraum, Computer, Sicherheitssystem, Lagerbereich, Überbrückung, Abriegelung. Wo ist denn der nächste? Ich glaube, hier ist irgendwo noch einer. Ja. Okay, wer hat mich entdeckt? Der da. Was? 46? Gibt's hier irgendwo, dass sie da? Da kann ich wieder shiften. So, wo muss ich jetzt hin? Oh, wo kommen die alle her? Okay, da kommt jetzt noch einer. So gemacht, dass da immer endlos welche kommen von den Viechern. Autsch. Ruh mich auf. So. Ein von sieben. Ah, zum Teil kommt man auch gar nicht dahin. Also früh.
Erstmal alle machen, an die wir rankommen. Hier haben wir ja auch noch einen. Der letzte. Das Experiment Ben und die, diese Realität wird? Nein. Warte mal. Dieses Gebiet ist nur eine Kampfzone. Ich eröffne Fallschaden. Alles ist gestern. Okay, ich kann die Realitäten auswählen. Also ich such mir jetzt die Realität aus. Also ich bleibe lieber da, wo wir auch Sarah haben. Keine Ahnung, was normal ist. Weg mit dir. Weg mit dir. So, Medipack. Medipack. Alter, wie der weggeflogen ist. Da ist noch einer. Ich mach die erstmal alle weg. Die will Überwachungskamera kommen, die alle. Systeme versagen. Jo, einer Level 46, okay. Du bist schuld. Da ist der Boss. Okay. Tut mir für Raphael leid, aber ich bleibe in der Realität, wo auch Sarah ist. Das Experiment wählen und diese Realität wählen? Ja. So, Artefakt, Lambda. Forschungsstation in China. Sprich mit Direktoren Patel. Sicherheitsvorfall? Die Sicherheitsabriegelung wurde beendet. Ich kann da wieder raus einfach?
Ich weiß jetzt nicht, was mit der anderen Realität passiert ist. Ah, da bist du ja. Willkommen zurück. Ethan, wie sieht's aus? Forschungsebene wieder in Betrieb. Es gibt einige Schäden, aber es könnte schlimmer sein. Einige? Wir müssen ein paar Roboter ersetzen. Nur ein paar? Naja, alles in allem ist das ein kleiner Preis. Das ist viel zu verarbeiten. Artefakte, Paralleluniversen. Sieh's positiv. Stell dir die Abhandlungen vor, die du veröffentlichen wirst. Falls uns jemand glaubt. Aber ich bin neugierig. Warum hast du beschlossen, bei uns zu bleiben? In dem anderen Universum wart ihr alle tot. Das war das bessere Ergebnis. Rachel starb, um euch zu retten. Das wollte ich ehren. Ihr konntet mir etwas bieten? Keine Ahnung. Ihr seid mir eigentlich alle egal. Es ging mir um Sarah, ja? Das ist meine Frau. Sehr ehrlich. Vielleicht findest du irgendwann den Grund. Das nächste Versorgungsschiff kommt bald. Sie erhalten einen vollständigen Bericht von mir. Für den Moment möchte ich dir unseren Dank aussprechen und dich für alles entschädigen, was wir dir zugemutet haben. Danke. Das war eine wirklich bemerkenswerte Erfahrung. Was habe ich bekommen? Warte mal. Was will ich mir ansehen? Irgendwas legendär. Ja, okay. Ich bleib bei meinem Outfit. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Oh, begib dich nach Masada 3. Offenbarung. Ja, machen wir hier auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.